Alle Helfer treffen sich bitte an der Kneipe. Am Wagen. Also alle Helfer treffen sich bitte am Bierwagen. Also, schön, dass Sie jetzt gekommen sind. Das finde ich richtig. Ich darf Ihnen vorstellen, aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Sie kennen ihn alle. Er hat in diesem Jahr ein besonderes Jahr. Darüber reden wir aber nicht. Ich sage nur, dass er im Jahr 1937 im schönen Thüringen auf der Welt gekommen ist. Sonst weiter möchte ich nichts hören. Ja, sonst weiter überhaupt gar nichts. Und dass du dein Wort gehalten hast. Denn wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Du hast hier alles mitgemacht. Du hast die Grundsteinlegung der Schanze mitgemacht. Bist unser lieber Gast. Begrüßt mit dir unseren Helmut Recknagel. Sommer wurde Fußball gespielt, Leichtathletik. Wir waren im Schwimmbad auf einem 1-Meter-Brett bis 3-Meter-Brett. Und das wollte ich nur sagen, der Antrieb muss von unten kommen, von den Kindern. Und dann kann das Elternhaus, Vater, Mutter und die Schule schon was machen. Und dann muss man, erst muss man was leisten können. Und dann können die Partner kommen. Und die kommen dann nicht, wenn man nichts kann. Und der Faustil neigt, denke ich mir, ein bisschen zur Gefährlichkeit, weil auch Andreas Wellinger, der jetzt hervorragend ist, so einen schweren Sturz gemacht hat. Man kriegt die Latten nicht mehr zusammen, wenn der Wind angreift, schmieren die ab. Morgenstern aus Österreich. Und wir haben schon große Debatten geführt. Dieser Faustil neigt, wenn er lange Strecken, hohe Geschwindigkeiten, neigt er zum gefährlichen Stil. Der Sport ist ja ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Er stärkt auch die Gemeinschaft und schafft Vorbilder, wollte ich sagen. Wir drei als Schrittmacher haben doch für die nachdrängende Jugend, wer den Skisport liebt, was hinterlassen, und das war die Aufgabe. Sie müssen die Zeit nachweisen mit Leistung. Genau so ist es. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt. Du fliegst gerne, du hebst gerne ab, aber als Mensch bist du fest auf dem Boden geblieben. Helmut Recknagel. Welches berühmte Skisprung-Idol setzte 2007 den ersten Spatenstich bei der Erbauung der großen 60-Meter-Schanze, die 2008 fertiggestellt wurde? Das habe ich vorhin schon verraten, glaube ich. A. Helmut Recknagel, B. Werner Lesser oder C. Martin Schmidt? A. Recknagel, B. Lesser, C. Schmidt.
Beide Kandidaten haben einen Punkt. Es steht 2:1.